Hi Leute und willkommen zurück zu Kami. Wir haben letztes Mal den Wasserpalast hier betreten. Wir dürfen sogar ganz gemütlich hier wie auf Land rumlaufen. Nicht, dass es verzögert ist oder verlangsamt oder sowas. Wir haben hier schon ein bisschen mit den Leuten geredet. Rechts, links dürfen wir nicht rein. Ist mir natürlich gefreut, dass hier nur Weiber sind. Und ja, du hattest auch nichts mehr zu sagen. Können wir mal gucken, was wir sonst haben. Hm? Ja, du bist das, Otohime. Hat dich eingeladen, stimmt's? Aber was verdammt nochmal? Will sie mit einem Wolf? Egal, Otohime ist oben im Thronsaal. Okay. Aber wir gehen erstmal hier hin. Haben wir hier noch irgendwas? Ja, hier ist noch was. Schön. Sieht einfach aus wie ein kleiner Laden. Was hast du denn so? Frau Schildkröte, aha. Achso, die hat einen Schildkröte auf dem Kopf. Mein Mann, mein Hund in den Drachenpalast gelassen. Aber ich bin niemand, der einen Gast schlecht behandelt. Nicht nur ein Hund. Das hier ist die Schatzkammer des Palastes. Das ist die Schatzkammer? Ich dachte, das hier wäre ein Einkaufsladen. Naja. Ich bin die Schatzhüterin. Aber weißt du, alles hat seinen Preis. Möchtest du etwas kaufen? Alles? Sie verkauft wirklich den ganzen Schatz, wenn sie ganz normales Geld dafür kriegt? Wow, das ist... Okay, mach was du willst. So, 13 ist unser Minimum, haben wir gesagt. Außer davon. Aber das passt soweit. So. Vergeltung, Exorzismus. Nichts. Alles klar. Dann halt nicht. So, dann gucken wir noch kurz auf der anderen Seite. Ob wir da noch irgendwas Cooles haben. Hi. Kanzlerin? Wow, es gibt sogar eine Kanzlerin. Was um alles in der Welt ist im Moment nur los mit dem Drachenpalast? Der Wasserdrache ist wahnsinnig und die Kräfte der Finsternis greifen an. Die schlechten Nachrichten hören einfach nicht auf. Okay. Hab ich auch noch jemanden gesehen. Hi. Oh, hier ist sogar ein Kerl. Wow. Ja. Das ist der Drachenpalast. Ein heiliger Ort, der von uns Drakoniern seit Ewigkeiten, ewigen Zeiten bewohnt wird. Und unser erster Gast seit Ewigkeiten ist ein Tier, wie du. Ich schätze, hier in Ryoshima ist nichts vorhersehbar. Okay. Exorzismus erst, schön. Haben wir hier noch irgendwas hinter? Warum wird das so blau hier hinten? Hm, scheinbar nicht. So, was mit dir? Emmy. Besucher sind hier selten und rar, aber ich nehme an, die Wachen haben dich reingelassen, stimmt's? Ich verstehe, du bist kein gewöhnlicher Wolf, hab ich nicht? Ohne Zweifel bist du Teil irgendwelcher Pläne von Otto. Du solltest dich besser auf den Weg zum Thronsaal machen. Und ich bin hier treffen. Ja, bin ich bei. Aber ihr habt alle nur Müll zu sagen. Ich dachte, jetzt kommt irgendwas Wichtiges oder so mal, aber nö. Keiner gibt mir irgendeinen coolen Tipp oder so. Los, dann nach oben. Kugeln! Hey. Oh. Ding einfach davon. Kann ich hier nicht? Nein. Das wäre auch gemein, wenn sie hier hinter was versteckt hätten, so. Wenn man da lang könnte und dann wäre hinter dem Ding ins was. Hui. Na gut. Genug gespielt. Hi. Willkommen, ihr beiden. Willkommen im Treibpalast. Ihr seid jetzt im Königreich der Drakonier. Es kümmert mich nicht, wer oder was du bist.
Ich bin nur an der Dame, die dort oben auf ihrem hinteren Teil sitzt, interessiert. Sie ist ja auch Einführerin, stimmt's? Nun, wir haben ein paar Worte mit ihr zu wechseln. Ja, das bin ich. Otohime. Herrscherin des Drachenpalastes und Anführerin der Drakonier. Anführerin der Drakonier, Otohime. Oh, hallo, Schöne. Wir sollen euch etwas fragen. Ihr kennt den Wasserdrachen, der seit neuestem Amok läuft? Er steht unter eurer Kontrolle, richtig? Nun, warum nehmt ihr das Ding nicht an die Leine? Warum habt ihr euren Gesandten geschickt, um uns holen zu lassen? Seid ihr wirklich so verzweifelt? Die Drakonier sind bereit, alles zu tun, was immer auch getan werden muss. Amaterasu, Ursprung alles Guten, unser aller Mutter. Was zur Hölle? Du weißt über Emmy Bescheid? Der Wasserdrache ist unsere Schutzgottheit und der Wächter der See. Er bewahrte den Frieden, indem er das Chaos beseitigte. Womals er auch sein Haupt erhob. Aber das alles änderte sich vor ungefähr einem Monat. Die Oni-Insel, der finstere Ort aus alten Legenden, erschien plötzlich. Das Böse strömte in die See und fing an, den Drachenpalast zu belagern. Wir mobilisierten unsere Truppen für die Schlacht, aber der Feind war zu stark. Der Großteil unseres Reichs fiel in die Hand der Kräfte der Finsternis. Oh, sieht fies aus. In diesem Augenblick erschien der Wasserdrache. Mit überwältigender Stärke verjagte er die feindlichen Kräfte. Aber der Anführer der Feinde, der Herr der Finsternis, hat unvorstellbare Kräfte. Der Wasserdrache wäre beinahe bei einem ihrem Zusammentreffen umgekommen. Seine Wunden waren so tief, dass er sich in eine unkontrollierbare Wut flüchtete. Die Kräfte der Finsternis begannen dann, sich aus der See zurückzuziehen, dies Chaos und die Gewässer von rasenden Drachen geplagt hinterlassend. Also wollt ihr damit sagen, dass die Kontrolle über den Wasserdrachen... Wir hatten niemals die Kontrolle über den Wasserdrachen. Er ist unser Schutzgottheit. Aber nun bedroht uns sein Wahnsinn genauso wie alle anderen. Ihr macht wohl Witze. Der Wasserdrache soll doch die Sperre um die Oni-Insel zerstören. Welche Hoffnung bleibt uns noch, den Feind anzugreifen, weil er uns nicht hilft? Das stimmt. Es gibt kaum noch eine Hoffnung. Es scheint, dass alles so verläuft, wie der Herr der Finsternis es geplant hat. Toll. Wir sind am Arsch. Was ist da mit der Reise? Ihre göttliche Hoheit hat noch nicht zu Ende gesprochen. Ist ja gut. Ich wollte mit dir auch gar nicht reden. Ja, mit dir auch nicht. Möchtest du noch einmal Ihre königliche Majestät zuhören? Ja. Der Wasserdrache ist unsere Schutzgottheit und der Wächter der See. Er bewahrte den Frieden, indem er das Chaos beseitigte. Wo immer es auch sein Haupt erhob. Das hast du eben schon gesagt. Aber das alles änderte sich vor ungefähr einem Monat. Das hast du auch schon erzählt. Die Oni-Insel, der finstere Ort aus alten Legenden. Er schien plötzlich, das Böse strömte in die See und fing an, den Drachenpalast zu belagern. Wir mobilisierten unsere Truppen für die Schlacht, aber der Feind war zu stark. Der Großteil unseres Reichs fiel in die Hand der Kräfte der Finsternis. Das kennen wir doch schon alles. In diesem Augenblick erschien der Wasserdrache mit überwältigender Stärke. Verjagte die feindlichen Kräfte. Aber der Anführer der Feinde, der Herrscher der Finsternis, hat unvorstellbare Kräfte. Der Wasserdrache wäre beinahe bei ihrem Zusammentreffen umgekommen. Seine Wunden waren so tief, dass er sich in eine unkontrollierbare
Alfut flüchtete. Die Kräfte der Finsternis begannen dann, sich aus der See zurückzuziehen. Dieses Chaos und die Gewässer vor rasenden Drachen und geplagt hinterlassend. Wir können ohne den Wasserdrachen nicht die Sperre um die Uninsel zerstören. Es scheint, dass alles so verläuft, wie der Herr der Finsternis es geplant hat. Das hast du genauso gesagt. Was ist jetzt? Nein. Oh. Weil ich die Linke angesprochen habe, wiederholt sie jetzt immer wieder diesen... Ah, ich muss mit dir selbst reden, wa? Ich dachte, ich hätte doch richtig gedrückt und das wäre nur dann so geskriptet gewesen, dass ich dann automatisch die Linke anrede. Ja, ist ja gut. Nein. Mann, wir brauchen nicht den ganzen Kram noch einmal hören. Genau. Wir können ohne den Wasserdrachen nicht die Sperre um die Uni-Insel zerstören. Himiko hat so lange und inbrünstig gebetet, um die Position der verdammten Insel herauszufinden. Und jetzt kommen wir nicht auf die Insel drauf. Komm schon, Emmy. Du bist ein Gott, oder? Hast du nicht noch irgendeine Geheimwaffe im Ärmel versteckt? Bitte warte. Es ist wahr, dass wir nicht den Wasserdrachen kontrollieren können. Aber es gibt noch eine Möglichkeit, um seine Macht zu nutzen. Ja, wirklich? Warum sagt ihr sie uns nicht? Es ist ein allerletzter Ausweg und sehr gefährlich. Und leider übersteigt es unsere Macht. Darum haben wir nach dir gerufen. Rufen lassen, Amaterasu. Ihr wollt wahrscheinlich, dass wir dem Drachen eine Leine anlegen, was? Nun, wir werden auf keinen Fall so etwas Verrücktes tun. Nicht, dass wir es nicht tun könnten oder so. Stimmt's, Emmy? Ich meine, Orca könnte uns bestimmt aushelfen, stimmt's? Diese Verzweiflungstat ist folgende. Du musst die Drachenkugel zurückholen. Drachenkugel? Was ist das? Jetzt sagt also, dass wir uns nicht um den Wasserdrachen zu kümmern brauchen und stattdessen diese Drachenkugel suchen sollen? Er hört sich nach einem Gitterspiel an. Ich meine, wir sind professionelle Schatzjäger. Wir kennen bereits den Aufenthaltsort der Drachenkugel. Sie befindet sich im Bauch des Wasserdrachen. Wow. Du musst den Körper des Wasserdrachen betreten. Wie war das? Die Drachenkugel ist eine Essenz der Macht des Wasserdrachen. Mit ihr könnte ich, Otohime, mit Leichtigkeit die Sperre zerstören, welche die Uni-Insel umgibt. Willst du den Wasserdrachen durch seine geöffnete Kiefer betreten und die Drachenkugel, die sich tief in seinem Bauch befindet, zurückzuholen? Mit ihr könnte ich die Sperre zerstören, die Uni-Insel umgibt. Warte mal einen Moment. Wir sollen so eine Kugel aus dem Bauch des Wasserdrachen holen? Ja, seid ihr bekloppt? Das ist die einzige Möglichkeit. Ihr bleibt, um die Sperre der Uni-Insel zu durchbrechen. Willst du den Wasserdrachen durch seine geöffnete Kiefer betreten? Bla bla bla. Er könnte die Sperre zerstören, um ihn so gibt. Bla. Ja. Wow, mach ganz langsam. Ich habe mir es zur Angewohnheit gemacht, zu einem hübschen Gesicht niemals Nein zu sagen. Aber wenn meine Chefin Nein sagt, dann kann ich auch nichts dagegen tun. Nun, Chefin, werden wir ihr helfen oder nicht? Was, wenn wir Nein sagen? Ich will einfach mal Nein sagen. Aber mal gucken, was dann passiert. Ich bitte dich, denk noch einmal darüber nach. Okay. Wir können gar nichts anderes sagen. So sei es. Nun, die Chefin hat gesprochen. Hä? Aber Emmy! Oh, was damit da? Also, dein Mitgefühl ist wirklich so tief wie die See. Und du triffst schnelle Entscheidungen. Naja, mehr oder weniger, wir haben Nein gesagt. Dieses Amulett wird dir den Zugang zum Garten des Wasserdrachen ermöglichen.
Ein Muschelamulett, okay. Kann das Wasserdrachen? Das ist richtig. Der Wasserdrache hat sein Lager im Garten des Palastes aufgeschlagen. Hier in dem Palast? Das Ding liegt hier. Ja, das tut er. Aber er wird uns nicht angreifen, solange wir ihn in Ruhe lassen. Ich bezweifle, dass wir lebend rauskämen, wenn wir sein Lager betreten würden. Aber ich glaube fest daran, dass Amaterasu die Drachenkugel wiederholen kann. Ich werde für eure Sicherheit zurück... für sichere Rückkehr beten. Alle beten immer nur. Wie soll uns helfen? Gib uns Geleitschatz oder so. Hier diese Bescherung an, in der wir jetzt stecken. Warum willst du den Leuten immer helfen? Ach, vergiss es. Lass uns die Sperren... brechende Kugel holen. Der Garten des Wasserdrachen sollte hier irgendwo in der Nähe sein. Ja. Habe ich jetzt Bälle? Mehr Bälle! Ah. Das hört sich auch anders an, oder? Ja, doch, das schallt ein bisschen. So. Da wir schon mal mit denen geredet haben, wissen wir, dass das eigentlich hier sein sollte. Was denn? Schildamulett? Also hast du... hat Otohime dich akzeptiert? Ist ja nach uns gerufen. Da akzeptiert ihr uns. Vergib mir mein schlechtes Benehmen. Du kannst passieren. Alles klar. So. Aha. Einmal. Ich nehme alles mit. Alles, was ich kriegen kann hier. Wenn ihr uns schon so tolle... Nein. Wow. Was zur Hölle? Was ist dieses nervige... ist es dieser nervige Wasserbache? Wie oft will uns dieses Rasen sehen wir uns da noch fast fertig machen? Also hier hat es sein Zuhause, was? Das Ding hat aber ein gewaltig belastiges aussehendes Maul. Glaubst du wirklich, dass wir da rein können und wieder lebend rauskommen? Ich meine, wir sprechen hier nicht vom Wagen des Kaisers. Recht hast du. Ups. Wow, nein. Ich will erst die ganzen Sachen hier sammeln. Was haben wir denn noch hier? Oh, Kamera. Wie, das war alles? Da oben ist noch was. Nein. So. Aha. Hier ist. Nö, ich glaube nicht, dass ich da oben hinkomme. Nee, viel zu hoch. Na gut, dann springen wir einfach ins Maul rein, würde ich sagen. Ich kann eigentlich so schlafen. Na ja, gut. Hui. Innerhalb des Drachens. Nun, hier sind wir. Das ist also der Bauch des Wasserdrachen? Was? Geht das nur mir so oder ist es hier unerträglich heiß und feucht? So wie dieser Drache Amok läuft, bin ich sicher. Wir werden hier drinnen jede Menge schreckliche Sachen finden. Ich hoffe nur, dass ich mich nicht übergeben muss. Glaubst du wirklich, dass wir diese Drachenkugel hier drin finden werden, Mami? Bestimmt. Ups. Kann das so in einem Drachen aussehen? Naja. Was zum... Was zum... Das ausgraben? Ja. Okay. Das sah ein bisschen merkwürdig jetzt aus. Aber okay. So, da komme ich wahrscheinlich wieder raus. Da drüben war noch nichts. Ups. So.
Ich nehme jeden Müll mit. Ich wette, das können wir irgendwo für gebrauchen, wenn es nur zu verkaufen ist. Aha. Ich wusste auch, dass hier noch was drauf sein muss. Ich weiß gar nicht, wofür ich die ganzen Dinger brauche. Ich habe schon so viel davon eingesammelt. Im Grunde benutze ich sie eh nicht. Ist hier unten noch irgendwas anderes? Nee, sieht nicht so aus. Na gut. Oh, neue Gegner. Komm her. Oder auch nicht neue Gegner. Wow. So. Wie? So. Easy. Ja, doch. 2600. Gehen die aus, wenn ich dagegen? Nö, schade. Das wäre witzig, wenn die ausgehen würden. Aber wir dürfen wieder nicht. So, da ist noch eine Muschel. Oh, wir sollen da auch kommen. Moment. Ernsthaft? Ah, na gut, dann halt so. Ja, ich habe dazu gelernt. Kein Langstrecher malen, sondern einfach kurze. Das reicht. Hauptsache, das Ding ist halbwegs gerade. So, da hinten ist nichts drauf. Gehen wir doch mal wieder zurück. Ups. Nein. Ist das scheiß Ernst? Ah, ich kann sogar dashen. Also danach noch. Na toll. Wow, wow, wow. Was zum... Kann er mal seine Sachen da weglassen? Was soll ich mit dem Müll hier in Ruhe lassen? Du wirfst deinen blöden Scheiß. So. Na, hast du jetzt Angst? Wow, der ist schnell tot. Ja. Toll. Zu lange gewartet. Zwei von den Viechern, ey. Richtig mies. Ja? Danke. So. Ah, noch ein Gegner. Komm, nehmen wir auch noch mit. Was haben wir denn hier? Aha. Uah. Falsch gestartet. Egal. Oh, cool. Bringt das mehr, wenn wir das machen? Moment. Ich glaube, dieser Angriff ist cool. B, also Y dann gedrückt halten, dann B dabei drücken und dann einfach loslassen beides. Okay, jetzt dash ich nur noch. Schade. Oh, da muss ich auch noch hin. Und da unten ist das da noch. Hm. Da unten geht's auch noch weiter. Ne, warte mal, da unten kommen wir her. Ne, von hier kommen wir. Wir sind noch nicht rübergesprungen. Ne, müssen wir da doch noch hin. Das muss ich alles mitnehmen. Aber ich würde sagen, das machen wir da unten alles beim nächsten Mal. Und dann gehen wir oben weiter. Und erkundigen den Wasserdrachen ein bisschen genauer dann beim nächsten Mal. Bis dahin dann. Ciao.